Ende März 1929 verfasst der Hausarzt der Familie Mesmer einen Bericht, in dem es über Gustav heißt: Es ist wohl nicht ausgeschlossen, dass er sich oder anderen etwas antut, wie auch sein Verhalten als Ausdruck einer Angst- oder Verfolgungswahnvorstellung anzusehen ist. Angeblich hat sich Gustav Mesmer öfter in sein Zimmer eingesperrt und einmal einen Holzprügel gegen die verschlossene Türe geworfen. Am 28. März 1929, also 11 Tage nach dem Zwischenfall in der Kirche, wird er in die Heilanstalt Bad Schussenried eingeliefert. Als er in Altshausen zu einem Bekannten ins Auto steigt, gaukelt man ihm vor, er könne eine Ausflugsfahrt in die Stadt mitmachen. Erstes Untersuchungsergebnis in Bad Schussenried vom April 1929. Macht den Eindruck einer langsam fortschreitenden, vielleicht auch zeitweise schwankenden Schizophrenie bei einem von Haus aus vielleicht schon schwachsinnigen Menschen. Macht einen unerwachsenen Eindruck, lacht manchmal läppisch, kindliches Gebaren. Von den damaligen Ärzten oder Pflegern lebt heute keiner mehr. Eine grüne Laufkarte, das ist alles, was noch an die Aufnahme des Patienten Mesmer erinnert. Seine Einlieferung nach Bad Schussenried beschreibt Gustav Mesmer folgendermaßen. Der Eintritt in eine psychiatrische Anstalt und die dortige Unterbringung erfolgt auf den Bruch der normalen Lebensordnung. Ein Handlungsakt, der die Gestaltung des Lebensweges gefährdet. Früher Irrenhaus, dann Heil- und Pflegeanstalt, heute genannt psychiatrisches Landeskrankenhaus. Man bringt die betreffende Person zivil oder polizeilich zur Anstalt. Der Weg aus dem Auto führt in den Aufnahmeraum. Hier ist die Trennungsstunde von den Nächsten. Dann kommen, je nach Sachlage, ein oder zwei Pfleger, führen den Eingewiesenen fort in die Lazarettstation, direkt in das Bad. Alle Kleider, Wertsachen und Papiere werden abgenommen, nur ein Hemd liegt vorbereitet. Ist man gründlich gebadet, wohl dann langsam oder schnell ins Hemd und zum Bett für ein oder zwei Wochen. Der Psychiater kommt ans Bett, Untersuchungen folgen. In dieser Zeit wird der Patient auf seinen Krankheitszustand und seine moralischen Persönlichkeiten fixiert. Nach angemessener Zeit, Lage des Geisteszustandes und anderer Umstände kann er nach 14 Tagen, 3 Monaten, einem halben oder einem ganzen Jahr entlassen werden, manchmal erst nach Jahren oder gar nicht. Vielmal kommt dies auf die äußeren Stellen, die Familie und die sich vorfindenden Verhältnisse an. Am 3. September 1929, Gustav Mesmer arbeitet seit kurzem in der Anstaltsbuchbinderei, nutzt er bei einem Spaziergang die Gelegenheit zur Flucht und läuft zu seinen Eltern nach Altshausen. Am nächsten Tag wird er von einem Pfleger dort abgeholt und in die Anstalt zurückgebracht. Am 26.10.1929 schreibt er seinem Vater: Lieber Vater, ich bin schon 14 Tage nicht mehr an der frischen Luft gewesen und alle Freude am Leben ist verschwunden. Fast schon ein Jahr hier in der Anstalt, keine Freude, kein Leben, gar nichts. Nur ein langsames Dahinsterben. Das hier ist kein Leben mehr. An den Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Altshausen schickt Gustav Mesmer ein Gedicht. In der Anstalt tun die Narren, tüchtig graben, tüchtig scharren. Glücklich diese, die es können. Frische Luft vermissen jene, die im Bett den ganzen Tag nur stöhnen. Im Januar 1930 schreibt Gustav Mesmer einen Brief an seine Eltern. Unmissverständlich äußert er seine Verbitterung darüber, dass sich niemand um ihn kümmert. Liebe Eltern, dass es so lange ginge mit meinem Aufenthalt hier, hätte ich nicht gedacht, wenn man nur ein wenig etwas ändern könnte. Wie wäre es, wenn ich einmal ein paar Tage auf Besuch heimkommen dürfte? Ich glaube, es läge schon etwas auch in eurem Vermögen. Also, so bitte ich euch, entscheidet euch. Ihr könnt mich ja nicht in der Irrenanstalt lassen. Das ist kein Verhalten der Eltern zu ihrem Kind. Es so dahinstellen und ganz preisgeben dem Schicksal. Wahrlich habe ich doch genug gebüßt für mein Predigen, oder bin ich des Todes schuldig? Das wäre doch auch spaßig, wenn ich nicht sein könnte wie andere Leute. Das Beste erhoffend, grüßt euch euer Sohn und Bruder Gustav. Anfang 1931 stirbt Mesmers Vater.
Schriftlich bitte Gustav Mesmer seine Mutter, ihn heimzuholen. Der Direktor sei damit einverstanden. Zu Hause möchte er ein Zimmer, wo er arbeiten und sich aufhalten kann. Er fragt: Kann es sein, dass ich in einem so großen Hause zur Last falle? Doch es kommt keine Antwort. Mesmer fühlt sich alleingelassen und vergessen.